Ich habe so eine dumme Ahnung. Ich glaube, die Modifikation. Oh. Das sind die, die wir für Gold kaufen können. Und ich baller hier meine ganzen Ressourcen ran. Ellie, du hättest ruhig mal bellen können. Wirklich. Sonst bellst du auch bei jeder Kleinigkeit. Oh Mann. Aber ich weiß, wo man die bekommt. Das machen wir als nächste Convenience-Aktion. Aber jetzt gibt's erstmal Action. Schande, Mensch. Und wir wollten die Fantastic ablegen. Das ist die nächste Convenience-Aktion, die wir machen. Fantastic ablegen, passt die noch rein. Und schon wieder ist mein Stash so merkwürdig leer, obwohl ich nichts verkauft habe. Halloween! Mensch! So gut, dankeschön! Du rettest mir den Tag. Happy Halloween! Kürbis Halloween! Das sagt meine Nichte immer. Ich weiß gar nicht warum. Warum sie dazu auch immer Kürbis Halloween sagt. Aber ich find's süß. Tempo Schnitzi bleibt auch noch dabei. Wobei, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben ja die ganzen Verbrannten gekillt. Mit den Schnittwaffen, ne? Ja, und so geil ist das Teil nur auch nicht. Auch wenn wir eine bessere Variante davon finden, es ist halt so, das Schlaggefühl, es ist extrem langsam. Ich finde auch, der schnelle Schlag, der ist auch manchmal wie, als ob ich nicht sprinten würde. Also wenn ich aus dem Sprint den schweren Schlag ausführe, fühlt sich das manchmal so an, als ob ich stehen würde und den schweren Schlag machen würde, was verdammt lange dauert. Oh, warum hat der 2 Baupläne davon gekauft? Gut. Kauf ruhig. Vielleicht will er die auch selber verkaufen. Das bedeutet, wir können den Plasma-Cutter Tempo-Schnitzi können wir weglegen. Aber dann habe ich keine. Warum geht denn das hier nicht? Weil es eine Herzwaffe ist? Kann das sein? Weil ich dich beherzt habe, Tempo-Schnitzi? Dann entherze ich dich mal. Ich habe dann aber keine Nahkampfwaffe mehr, richtig? Müssen wir uns wieder eine mitnehmen? Die beste überhaupt. Die allerbeste überhaupt. Tempo-Schnitzi, weg damit! 40 Scheine, gerne. Ach ja, habe ich schon gezeigt, ne? Wollte ich eigentlich später erst machen. Auch Blitzy hat ein neues Skin. Ist nicht mehr gelb, sondern ist jetzt Dark. Dark Blitzy. Sieht jetzt aus wie so eine richtige Blitzwaffe, finde ich. Gelb ist effektiver. Oh, Pfeifen im Dunkeln verkauft schön. Ja, er wirkt effektiver gelb, aber das sieht ja irgendwie authentisch aus, finde ich. Das sieht wirklich aus wie so eine Tesla-Waffe. Aber dazu später mehr. Nahkampfwaffe, richtig. Für den Fall der Fälle. Und wir nehmen natürlich mit Groggy. Bei Fluri. Selbst Fluri hat keine Chance gegen Groggy. Und wenn Fluri nicht so verdammt leicht wäre, würde ich sie jetzt auch verkaufen. Knüppel Karin ist auch gut, ne? Aber behalten wir auch aus sentimentalen Gründen. Aber Groggy ist echt Groggy. Aber nach wie vor brauche ich auch noch eine Klingenwaffe um. Ein Schwert brauche ich, glaube ich. Um darauf einen Schwertskin zu ziehen, das ich in der letzten Season mir erspielt habe. Da müssten wir irgendwann mal ein schönes Schwert modden. Also mit legendären Mods und so. Anstacheln wäre mir da nach wie vor am liebsten. Und solange nehmen wir aber Groggy wieder mit. Und setzen Groggy zurück auf die 5. Groggy 5. Schön. Und auf die 2 packen wir jetzt erstmal die Armbrust. Just for fun. Ändern. Hat noch keinen Namen. Shame on me. Shame on me. Wie wollen wir denn das Schätzchen nennen? XV. Ist ja eine Junkie-Waffe. Wir hatten Blitzy Escobar, Jim Carroll. Irgendwas mit, weil es ein Bogen ist. Mit Robin, Robin Hood, Robin Hemp, Robin Hazel. Rubbish Hood. Warum? Nennen wir das Teil. Zack. Wunderbar. Ja. Und die Pläne, die Sachen, die wir dafür kaufen können, die Mods, die können wir uns direkt für Gold kaufen. Das war totale Verschwendung mit den
gebastelten Armbrüsten. Machen wir als nächste Convenience-Tour. Jetzt erstmal wieder Action. Wir müssen noch ganz, ganz viel erledigen. Und zwar allen voran Kaugummi kauen. Sowas von Action geladen. Zack. Aber jetzt machen wir Doppel-Action. Und zwar wollen wir Events abschließen. Jede Menge Events. Warum kommt denn hier kein Event? Luft des Todes. Schon wieder kein Event. Töte gruselige Verbrannte. Heute auch wieder 5. Ne, nur 50 die Woche. Doch, hier auch 5. Alles klar, das können wir als Action gelten lassen. Also rüber zur Action Location und wir schießen mit der bisher noch nicht perfekt gemoddeten Rubbish Hot. Wie viel Schaden machen wir eigentlich mit dem Teil jetzt? Loadout ist richtig. 9er Loadout. Wir haben die Rubbish ausgewählt. Sind wir noch so halbwegs? Nein, sind wir nicht. Wir werden alles essen und trinken, außer die Cranberry-Soße. Nein, Hirnpilzsuppe, Maissuppe, Mutterbeerensaft, Klingenkornsuppe, Tatosaft. Reicht, ist genug. Wie viel Schaden machen wir jetzt mit dem Ding? Nur mal so just for fun. 191, naja, für so eine Armbrust, Mensch. Schadensresistenz beim Zielen. Und hier plus 50% Wetztrefferchance, genau wie bei Kloppy. Das ist ja krass. Heftig. Eignet sich wirklich so als softer Scharfschützenersatz. Mal gucken. Ist die Challenge noch eingestellt? Ja, 30 Gegner müssen wir killen. Was für ein Aufwand für die 30 Verbrannten. Aber hey, hep. Ich freue mich jetzt schon drauf. Wir müssen sie ja nicht wegschmeißen. Junkie-Waffen haben wir uns in letzter Zeit jetzt auch nicht so viele selber gerollt. Das ist ein Zeichen. Wo sind sie denn? Hier war doch gerade einer. Nein. Was? Der super Delay heute. Und total schallgedämpft, wa? Ja, mega Delay. Mega! Na, wo ist er? Die kleine Ratte. Das zählt. Ach, guck mal, wir kriegen was? Wir kriegen teilweise die Bolzen wieder zurück. Die ultimative Waffe für den Sparfuchs aus dem verstrahlten Ödland. Spooky! 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 Immer schön nachladen. Ja, aber einzeln nachladen, ne? Ist schon so eine Sache. Nehme ich. Flop! Noch ein Spooky! Immer schön nachladen. Sehr wichtig. Wie cool. Ich mag Armbrüste. Und wenn wir jetzt da noch... Ich weiß, welche Mods das sind. Stimmt, die habe ich alle schon mal gesehen. Da eine Explore-Mod drauf basteln zum Beispiel, dann wird das Teil ja noch besser. Das müssen wir unbedingt machen. Das ist die nächste Convenience-Aktion. Ach, du bist schon hinüber, ne? Du hast dich schon verschneinert. Spooky, spooky, spooky. Wo seid ihr denn? Wo habt ihr euch denn versteckt? Nichts hier? Mm-mm. Ist echt ein schönes Outfit. Kann ich nicht anders sagen. Na ey, hoch hier bitte. Auf die Kante. Da vorne kommen die nächsten. Top Secret. Vielleicht gibt es dafür noch ein... Weiß ich nicht, ein Trommelmagazin oder so. Dass wir uns dazu kaufen können. So schick, Mann. Einfach unglaublich. Simply amazing. Hier müssen auch noch mehr sein. Noch mehr Verbrannte. Das ist doch der verbrannten Hotspot überhaupt. Ich habe doch gerade einen gehört. Bleh. Verstecken sich alle. Aber das war ja erst die erste Spooky Location. Können wir... Also ein Spooky hätte sich angekündigt mit der Melodie.
Und der da gerade gerufen hat, den können wir ignorieren. Gut. Das war jetzt Action-like, ne? Aber wir wollen ja alle unbedingt die Modifikation haben für die Armbrust. Und die gibt's hier. Ist Minerva nicht auch hier? Hallo? Also als ich vor ein paar Tagen das erste Mal die App benutzt hatte, die whereisminerva.com App, da war sie gerade in Crater. Oder soll sie in Crater gewesen sein? Wo wäre sie hier eigentlich? Ich weiß, ich habe sie schon mal gesehen, aber das ist sehr lange her. Wir sollten auch mal das Team wechseln, denn wir sind ja eher jetzt gerade in Sachen zwanglos unterwegs, genau. Minerva? Ist zu lange her. Oh, hier ist ein Händler. Oh, das ist ja cool. Da müssen wir ganz kurz warten, bis der Kollege hier fertig ist. Oh, hier die Kram. Gratis Kram. Nehme ich. Glasscherben weniger. Ist er schon fertig? Ich will unbedingt diese Verstrahlefalle haben. Unbedingt. Die würde mein Camp komplett machen. Bist du fertig? Schöne Rüstung. Skat. Hm. Danke. Gram, mein Freund. Lass dich umarmen. Wie gehen es, Muku? Okay, wir haben hier. Oh, Kühler. Kühler? Also, nehme ich auf jeden Fall mit. Im Preis gedrückt, versteht sich, ne? Mit dem Magnet. Hallo! Magneten. Nein, da bleiben. Oh, muss das hier so wirklich manchmal sein? Also wirklich, 476. Ach, ich hab dich trotzdem lieb. Und dann natürlich die Verkaufsklamotte. Und jetzt bitte, Notizen waren das. Ja. Kühler. Klasse. Hat sich ja total gelohnt. Sonst noch irgendwas? Nein. Wir können weiter. Zurück in die Kampfklamotte. Und Loadout kann erstmal so bleiben. Oh, Cola. Cola nimm mal mit. Ich glaube, hier gibt es die richtig. Ach, gar nicht für Gold, sondern für Kronkorken. Das ist ja sogar noch besser. So. Armbrustgestell. Kann ich jetzt nicht mehr nehmen, ne? Och nein. Dafür müsste ich Ultrazit aufgeben, ne? Oh. Und dafür habe ich so hart gearbeitet. Das Einzige, was für mich jetzt gerade relevant wäre, wäre halt Armbrustgestell explosiv. Nehme ich jetzt mal mit. Und dann brauche ich auch die Explo-Pfeile, ne? Compound-Bogen. Nein, ich soll sie mit Armbrüsten töten. Hä? Gibt's das nicht für... Oder meint das wieder das Gleiche, zufällig? Ich nehme sie mal lieber mit, ne? Und die auch. Früher oder später müssen wir uns die alle kaufen. Nur Feiglinge verstecken sich hinter Fernrohren. Aber sag's nicht, Sir. Nein, mach ich nicht. Das ist sehr, sehr schade. Oh, ich kann doch jetzt nicht mein Ultra-Zieht-Gestell weglegen. Ich guck mal ganz kurz, was uns das bringen würde. Wo ist denn hier bitte der neue Plan? Runter, runter, runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ein Problem. So, nehme ich. Halb voller Kürbisständer. Kommt auf die Bauliste. Wie auch die anderen Sachen, die ich schon eingetragen habe. Schön. Klasse, klasse, klasse. So, jetzt gucken wir einfach mal das Verfahren. Einfach mal so. Modifizieren und reparieren. Rubbish Hood. Oh, tatsächlich. Aber der Schaden wird höher. Der Extra-Schaden natürlich für die Verbrannten weniger. Aber das wäre halt noch stärker, das Teil. Damit kriegen wir bestimmt auch die Verbrannten one-hitted. Und hätten bei anderen Gegnern natürlich auch noch bessere Karten. Ich muss kurz erstmal bei der Bastelwerkbank gucken. Bastelwerkbank gucken, ob wir jetzt auch die Pfeile dafür herstellen können. Munition. Wobei ist ja eigentlich Explo-Munition. Steht hier aber nicht drin.
Dann doch hier. Nein. Ach, guck mal, Turbodünger können wir auch selber herstellen. Falls wir nicht so lange warten wollen. Das ist jetzt ein bisschen mysteriös. Oder braucht man dann bei der Armbrust keine spezielle Munition? Und ich habe den Explo-File-Plan umsonst geholt. Naja, stand ja auch Bogen da. Ich dachte nur, das ist wie bei den Karten, dass das ein und das gleiche ist. Probieren wir aus. Ich habe viel Hoffnung in den Explo-Verschluss, das Explo-Gestell von der Armbrust. Schön dann in Kombination mit Abrissexperte. Aber jetzt brauchen wir erstmal Aluminium. Das kriegen wir doch bestimmt hier irgendwo. Ihr müsst doch auch einen Laden haben für normale Dinge. Hatte Gram nicht Aluminium? Gram, mein Freund. It's a me, Leo. Schrott. Aluminium, nein. Graf. Sag Ren, dass ihre Crew kein Aluminium. Nach brauchbarem ausschalten muss. Die letzte Fuhre war schade. Gibt's hier noch einen Laden? Wir könnten uns aber noch ein paar extra Lunchboxen abholen. Wie gibt's hier? Bei dir, Mortimer. Wir wollen gerne tauschen. Wir würden gerne... Oh. Ach ja, stimmt. Da gibt es ja aktuell, ich weiß nicht, ob das noch funktioniert, aber da gab es vor kurzem die Möglichkeit, mithilfe dieses Plans der Baggerrüstung ein Jetpack zu bauen, was normalerweise nicht möglich ist. Aber dafür habe ich gerade nicht das Gold. Ich will nur ein paar Lunchboxen kaufen, damit wir bei den Daily Ops immer schön mitmachen können. Ich fühle mich immer so doof, wenn alle anderen eine Lunchbox aufmachen und ich kann keine aufmachen, weil ich zu geizig bin. Das hat jetzt ein Ende. Gut. Dann müssen wir zum nächsten Roboterhändler. Am besten da, wo wir uns auskennen. Und schon wieder hat einer die Toilette aufgelassen. Ich werde ja nicht mehr. Den legendären Kram verticken von den Spookies. Des Killers Nudelholz. Chameleon, ja, du verschmilzt mit deiner Umgebung. Aktuell kein Bedarf. Wir wollen... Aluminium kaufen. Oh. Haben wir das vorhin nicht schon getan? Das könnte ein Problem sein. Ganz kurz reingeguckt. Im schlimmsten Fall müssen wir welches einschmelzen. Haben wir bitte noch ein bisschen Alu. Alu-Erz. Herstellungs-Loadout. Zerlegen. Gibt's gerade nichts. Lieber auf Nummer sicher gehen. Wir wollen schmelzen. Dünger können wir auch gleich wegschmelzen. Hallo? Oh nein, wir haben gar kein Aluminium. Oh, wo kriegen wir denn jetzt? Ich muss unbedingt Aluminium finden. Ein anderer Roboterhändler. Der hat bestimmt ein bisschen Alu. Bahnhof, Sutton. Und die Spookies nicht vergessen, wenn wir schon mal hier sind, dann haben wir zumindest eine halbe Action hier noch mitgemacht. Bitte, 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 habe Aluminium. Gummibonbons, schön, gratis. Gefunden am Bahnhof, die leckersten. Hast du Alu? Loadout müsste noch stimmen. Große Menge. Nein, oh. Ich will doch nur... eine Großmenge Alu haben. Und wenn ich kann, nehme ich auch fünf. Nur ein Scherz. Aber kein Glück. Na gut, dann eben Spooky Jagd in Zatten. Neuner Loadout bitte. Rubbish Hot Wheel. Und rein in die gute Stube. Also, naja, ins Dorf. Ihr wisst schon. Sieht eigentlich ganz nett aus, ne? Mit den leuchtenden Fenstern. Als ob da noch Menschen wohnen würden. Ist eine kleine Variation. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so lasse. Aber die Billboards sind eine sichere Sache bei mir. Denn die sind sehr immersiv, wenn sie leuchten. Das hatte ich bei Fallout 4 auch schon. Hier, die hier, ne? Wird dadurch natürlich ein bisschen unübersichtlicher, wenn alles hier so hell am Leuchten ist. Aber okay. Spooky. Spooky!
Hier war heute schon einer, ne? Hier war einer vor kurzem. Ganz offensichtlich. Die Leichen sind noch warm.